Auf geht's, Freunde der Sonne. Zack! Noch eine Runde Crewmate. Scheiße, ich muss mal gucken, was hier los ist. Spritzki. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Schön, dass ihr an einem weiteren Tag mal wieder Among Us eingeschaltet habt bei uns. Oder bei mir. Ist ja mehr oder weniger bei uns. Wie kann Sepp denn so schnell sein? What the... Es geht schon wieder heiß her hier auf jeden Fall. Uff, die letzte Runde, also die ihr geschaut habt, die war wirklich anders komisch. Also, dritter Imposter. Ich glaube, ich war noch nie dritter Imposter, aber heute habe ich, heute habe ich reingeregelt auf jeden Fall. Gott, ich kann dabei nicht reden. Okay, super. Wie geil, alle stehen und machen den Scheiß. wie gut, ey. Alle stehen und machen den Shit, weil sie... großartig. Alarm. Würde Alarm. Ich sagen, wenn er nicht tot wäre. Ey, ich finde das nicht... Ich finde das nicht... Hm? Soll ich sagen? Ja, 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 bitte. Ich war sehr lange am Admin-Table und habe mich gewundert, dass das Gesichtchen von Kalle da sehr, oder von einem Among Us-Typen sehr lange dort beim Launchpad war. Und dann bin ich da hingelaufen. Wow, da lag also war da. Ja der Letzte quasi, der gestorben, also der da war und dann gestorben ist. Halt. Keine Ahnung, ich möchte mich schon beschweren der bei Sepp und Dizzy. Einmal offiziell, ja? Ihr stand die ganze Zeit bei Reaktor und ihr wart zu faul, diesen Reaktor auszumachen, weil ja, ihr eure weil ich Scheiß... Simon Says gemacht ja, hab, du Wurst. Ja, geht einfach so weiter. Du kannst doch das hab ich mir auch ich stand da schon ausmachen. Vor dem Reaktor. Vier Leute. Ja, ich kann doch warten, so bis der Timer auf 15 Sekunden runtergeht und dann rübergehen, Dardosch. Also ich möchte ganz das kurz... Macht das macht mich mehr Crewmate, als du Sepp jemals sein wirst. Sepp und Dizzy sind für mich deswegen trotzdem safe. Auch wenn ja, Dardosch, also dann tschüss, ne? Wurde ich dich direkt raus hier. Okay, ich bin ein bisschen macht verwirrt, nicht so viel Sinn, ne? Ehrlicherweise. Er saved euch gerade. Ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlicherweise, weil ich dachte, ich sei der Letzte, dass ein Launchpad losgelaufen ist. Das wollte ich gerade fragen, und man da das lag... nicht einfach rausfinden könnte. Und da aber lag Dalu niemand. Kam doch nach uns, Mike, oder? Dalu nein, stand als nein, letztes. Nein, nein, nein. Du standst in Medbay, Dalu stand neben dir, ich kam dazu. Ich war meine Ach, du warst der Letzte, okay. Ich war, meine ich, der Letzte, der aus dem Launchpad kam und ich glaube nicht, dass Kalle da schon lag, Jay. Also entweder du lügst mit dem Admin-Panel oder Kalle ist nochmal zurückgelaufen? Naja, oder Kalle liegt gar nicht am Launchpad. Ja, ja, meine ich ja. Okay. Lügt mit dem Admin-Panel. Das kann natürlich alles sein, dass das so ist, aber es war halt so, wie ich gesagt habe. Okay, ja, dann ist ja gut. Da hast du also Jay, halten wir kurz mal fest. Du bist reingelaufen also, zum Admin-Table und vom Admin-Table nochmal komplett zurück zum Launchpad, richtig? Hätte er ja, weil da halt und Reaktor war und du bist da nicht hingegangen. War, der ist ja nicht denn, weggegangen. Kann ist. Denn also, jemand bestätigen, wenn er so lange Sachen machen? Kann nee, denn jemand bestätigen, der da oben keiner, war, dass keiner Jay da oben gegangen. War? Keiner ist hochgegangen. Einer ist Cafeteria gegangen. Der war da unten und also vier die Geschichte waren, von ich, Jay kann stimmen. Zeitlich schafft man das wo. Auf jeden also es Fall. Es war keiner oben. Aber wieso ist er nicht zum Reaktor gegangen, müsste Dardosch jetzt fragen. Kurze Frage, nee, wenn die Logs gelöscht, wenn man, wenn man Dardosch. Ja, wieder hier, ey. Ich hab euch gesaved. Beruhig dich. Alles gut. Jay ist kein Imposter, Imposter-Votes auf ihn. Ich will nur ein bisschen Dardosch ärgern. Das erste Mal, dass Dardosch mir was Gutes getan hat, in all den Monaten hier. Okay. Entschuldigung, dass die ich das... Am Report. Ja, Verzeihung, ich möchte noch mal ganz kurz was sagen zu wegen Dardosch. Also in meinem Alter, Dardosch, kann man nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Und wenn du an Simon Says dran bist, das dauert halt im Gehirn ja, erstmal zu realisieren, dass ich man da hoch nicht muss. Da hoch. Ne? Okay, ich möchte das nochmal... Dafür hast du jetzt echt gedrückt. Natürlich, Jay! Aber dann kann ich noch eine zweite Info dazu packen, nämlich... Ich spiele diese Karte zum fünften Mal. Ich renne wie ein Bekloppter durch die Gegend und weiß nicht, wo was ist. Na, die Ausrede zählt hier schon lange nicht mehr. Wer war denn in der ersten Runde Cafeteria? Ich. Bin nämlich ganz schnell weggelaufen. Cool, Sven. Mhm. Andi, wo warst du? Ich war vor dir erst. Ja, wo bist du denn gerannt? Im Y. In dem Y? Jetzt gerade? Nee, ich war gar nicht in der ersten Runde. Nee, da bin ich direkt zum Reaktor dann. Ich habe erst diese... Nein, du kamst von oben. Du kamst mir aus dem Y entgegen. Linker nein, Gang. Nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Nein?
Wie kommst du da drauf? Weil Mike, ich und Ray aus dem Medbay kamen und nach oben gegangen sind. Dann kamst das du von Sven, oben rechts. Der, der, das stimmt, nee, ich Andi kann Danus Aussage unterstützen. Andi hat Andi kam Kabel aus gemacht da vielleicht im Y? Aber Andi war aber auch oben im Reaktor, meine ich. Also ich bin, ich habe erst geguckt, ob ich da in diesem Startding irgendeine Aufgabe habe, sondern bin ich ziemlich spät losgerannt. Dann habe ich gesehen, ich habe eine Aufgabe vor dieser Dekontamination, da muss man so ein, hier dieses Umleiten von dem Licht. Das habe ich gemacht, dann wollte ich losrennen zum Y und dann kam der Alarm, dann dachte ich, ach, der Reaktor ist ja hinter der Dekon und dann kam mir so ein Haufen entgegen und mit denen bin ich mitgelaufen. Aber dann müsste doch Andi und Jay sich gesehen haben. Das ist das, was ihr schon sagte, dass ich wundere, dass wir Jay nicht in Gang gesehen haben. Nein, Andi hat Jay nicht gesehen, weil Andi ist dann mit Ray, Dalu und mir mitgelaufen. Die konnten nicht sehen. Ich wundere mich, dass man... Es war keiner von den Mädchen in O2, in dem Lights-Ding und in dem Admin-Ding, außer halt ich. Ich wundere mich nur... Okay, dann in Cafeteria war einer. Okay, dann hat es schon nicht gelungen. Okay, jetzt darfst du mal folgen. Danke. Ich lüge nie, das solltet ihr langsam wissen. Sven raus. Oh, guck mal, jetzt nein, wollte jemand mich raus haben. Geil. Ah ja. Mir noch Task? Oh ja, habe ich den schon mal gemacht? Ich glaube, den habe ich noch nie gemacht, den Task. Nee, tatsächlich nicht. Geil, ey. Nehmen wir noch Müll raus. Was haben wir denn hier? 5, 3, 5, 5, 9. Here we go. Nein! 5, 3, 5, 5, 9. Eieieiei. Oh, den kenne ich auch noch nicht. So viele neue Sachen hier. Was macht Ray hier eigentlich? Was für ein Beobachtungsgame? Oh, ganz viele neue Sachen, die ich alle noch nicht gemacht habe hier. Ray, Zap. Ja, nice. Bin mir nicht mal 100% sicher, ob es ein Stackle war. Einer saß nee. Die ganze Zeit im Vent, als wir im Admin waren. Okay. Also... Warte mal, wer ist gerade alles auf Lights? Ich habe gerade Lights angemacht mit Sepp wem? Ich war auch da. Ja. Ich war quasi im Raum. Fuck. Also ich war der zweite hinter dir. Also Sven, ich. Wer stand noch drauf? Hey, Ray, ich, Ray. War auch noch da. Ray, Andi. Ja, bei der Map ist ja klar, wer es dann war. Und tot ist. Okay, Sven, damit machst du dich halt super. wer ist denn tot? Andi, wen Dizzy. Hast du reported? Dizzy. Ja. Aber Dadosh bin ich zuletzt begegnet, da ist der nach unten Richtung Cafeteria gelaufen. Der Killer saß die ganze Zeit im Vent. Der hat erst im Admin-Vent gewartet, hat dann wurde Licht ausgemacht, dann wird er rüber zum Electric-Vent gewartet sein. Aber Ray war vorher schon da. Aber Moment. Was nämlich, Sepp, du warst davor auf jeden Fall im Greenhouse, weil ich habe dich so ein bisschen Begleitschutz gemacht. Und du sagst und jetzt du aber, du hast das Licht gefixt. Du müsstest aber eigentlich vom Timing. Achso, das erste, ja. Das erste habe ich gemacht, währenddessen warst du am PC, hast den Download den gemacht. Upload oder weil Download, ich habe ja. nämlich, ich wollte eigentlich den Upload drücken und dann hat sich bei mir Lights geöffnet und ich so, hä? Weil dann anscheinend also genau in der Sekunde. Killer ist ja Mike. So, jetzt müssen wir noch den anderen finden. Ich bin da bei Dalu. Warum? Nee, ich weiß nicht, ich stehe Dekon. Die einzige Frage, die ich gerade hatte noch an Andi, wenn du links die Kabel machst vor Dekon, läufst du dann rechts hoch zum Y, statt in den Reaktor die nächsten Aufgaben zu machen? Das fand ich gerade vom Laufweg in der ersten Runde ein bisschen seltsam. Ich bin Dekon alleine. Jay, wo warst du die Runde? Nur mal kurz sagen, wo du warst. Ich war Reaktor oben, dann bin ich runtergegangen, dann war ich Launchpad. Das stimmt, er war Launchpad. Ich habe Jays Frisur unten wackeln sehen. Da hab ich die Wand ist gesehen. Wann wieder Launchpad? Dalu, warst du die ganze Zeit Admin? Also an dem Dings? Ja, und jetzt als am Ende die Leute rausgegangen sind, waren immer zwei Leute Admin. Deswegen habe ich mich gewundert. Und das meiste, der saß die ganze Zeit im Vent. Ich bin auch immer durch den Raum durchgelaufen.
Ja, und dann habe ich mich mal so an den Vent rangestellt und hoffen, da kommt einer raus. Also für den Kill verdächtig sind Ray, Mike und ich. Wir sind verdächtig. Ich würde noch Andi reinwerfen. Im Electric gewesen sein. Ich glaube Andi. Nee, Ray war es nicht. Ich laufe ein bisschen unkoordiniert durch die Gegend. Glaube ich. Oh Mann, ey. So ein Shit. Gar nicht mitgekriegt, dass Dadosch auch gestorben ist. Ey, Sven hat sich halt über die ganzen Monate so ein richtig krasses Alibi aufgebaut. What? Ey, also. Ich bin heute richtige Rakete. Ich bin heute so eine richtige Task-Rakete, Junge. Geht auf jeden Fall. Läuft bei dir. Okay, ich bin fertig. Wer ist denn jetzt der Zweite? Ist es wirklich Ray? Zero. Ray. Mike. Ach, immer wenn wir sieben sind, killt ihr nicht mehr. Ja, irgendwie haben die dann Ladehemmung, Dalu. Also Sven ist einfach nach unten gelaufen Richtung Cafeteria und genau. Hat sich dann doch anders überlegt. Ich habe geguckt, ob da irgendwer war nach dem Licht und bin dann wieder rumgelaufen. Also ich dachte, ich sterbe jetzt beim Licht, aber da waren ja gefühlt alle. Ray, du bist erst mit mir Reaktor gegangen, dann bist du zurück zum Licht, oder was? Hast du Reaktor Quest mehr? Du hast ja die Kabel links vom Deko gemacht, die habe ich nach dir quasi angefangen. Du bist Deko rein, dann ist die Tür zu, da kam noch Mike dazu. Da du Mike verdächtig hat, habe ich ein bisschen Schiss gehabt, war ein bisschen quasi Abstand zu Mike gehalten. Und dann ging das Licht aus und dann bin ich straight Richtung Ray, Licht zu Office. Ray, ja. Ohne jetzt zu viel für die Gruppe zu sagen, aber erinnere dich mal ganz stark an die erste Runde. Ja, Mike, ja. Alles gut, nix. Leicht. Mike, wieso bist du denn einmal zurückgekommen zu Dekon? Also bist jetzt zweimal alleine in den letzten 30 Sekunden zu Dekon gelaufen. Verdächtige mittlerweile, also dadurch, dass unser Plan jetzt langsam auffliegt, ich verdächtige wirklich momentan Team Pete-Speed. Was? Ray und Mike alle drei, auf jeden Fall nicht. Ich verdächtige Andi noch ein bisschen, Adalu. Okay. Andi und hat eine Frage gestellt, die mich eigentlich denken lässt, dass er Crewmate ist. Welche? Und nee, was macht sagen. Einen verdächtig? Also ich kann ja auch sagen, der Kalle ist seltsam. Warum sollte Kalle am Anfang nochmal Launchpad sein? Außer, ich habe ihn halt echt nicht gesehen. Ich dachte, ich sei der Letzte. Was soll ich sagen? Der lag halt vor der Schildkröte. Ja, da muss mir Kalle das am Ende mal erklären. Ja, das kannst du natürlich sagen, aber das hat ja keiner gesehen. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Also verdächtig ist aber Jay, ja, aber Mike Jay ist nicht verdächtig. Das verstehe ich nicht. Und dann ist es Mike denn auf einmal safe für dich und vorhin war er nicht safe. Also Jay, dass er vorhin nicht safe war, war gelogen, damit wir drei leben gelassen werden. Damit, wenn zwei Leute gekillt werden, ich direkt callen kann, welche beiden es sind. War gerade nochmal Launchpad. Das stimmt wirklich. Warum bist du denn nochmal zum Launchpad gelaufen, Jay? Weil ich da die Aufgabe noch machen musste. Ich habe halt reported. Okay. Das macht absolut Sinn. Mike, wieso warst du denn zweimal Dekon diese Runde? Also, what the fuck? Weil ich Kabel da gemacht habe und davor die Kabel da nicht hatte. Sepp. Also ich wäre auf jeden Fall für skippen, bevor wir jetzt hier unbedingt nur noch sechs Leute haben. Sepp mich die ganze Zeit. Also Mike ist cool. Welcher Crewmate hat mich gerade gewotet? Drauf, ja. Ich nicht. Gleichfalls. Du bist safe, ich weiß. Okay. Wer ist denn der Zweite? Also Zero auf jeden Fall. Oh. Die alle auseinanderstehen. Oh, jetzt kommt der Kill. Ja, Mike weiß nicht. Das war ja klar, das ist jetzt so blöd. Der arme Mike. Aber das können wir doch jetzt, das muss ja oben Reaktor Lab irgendwo sein, oder? Ja, neben dir. Geil. Was macht denn Ray oben gerade? Diese Kristalle, die sind fünf Paar. Mann, ist Sven gut geworden. Der letzte fehlt noch, der obere Zipfel. Mann, und Sven, was hast du oben gemacht? Ich bin einfach nur hingelaufen, fertig. Ich bin mit dem Trubel mitgelaufen. Wer ist denn noch da? Sind alle da? Ich bin noch da. Ich stehe gerade an dieser Stiergeschichte. Ich bin auch da.
Das ist ja die Aber sind alle vier Aufgabe von euch da? Ja, wir werden jetzt halt safe den falschen voten. Also das weil Dalu kann es nicht sein. Dalu war die ganze Zeit ich bei mir. Ich verdächtige es, wenn Sepp, dass du das Licht diesen ausgemacht Kinder. Hast. Ich hab's doch gerade wieder angemacht. War, ja, weil ich weggerannt aus, ne? bin, bevor du mich killen konntest. Hä? Hat Rain Step gemacht? Oder ich komme immer nur das Rain ist nee. Auf jeden Fall nicht. Also nicht. Von safe, safe. Von Ray. Safe. Ich, bin, ja, auch, safe, ich safe. Bin auch eher Ray gar nicht. Also das okay. ist Ray. Ich verstehe immer noch nicht. Krass. Und das ist gut. Also Anni und ich sind runtergelaufen zu diesem Table und dann habe ich die Aufgabe gemacht. Mit dem Sortieren der Kristalle und der Fossilien und der Pflanzen. Was? Das hab ich gerade gemacht. Jetzt kann er auch. Da standst du nicht. Ja, sicher. Also ich stand oben an dir. Was ich immer noch nicht verstehe ist, gedrückt und dann habe ich gesagt, Mann, du bist runtergelaufen. Ihr müsst mir nochmal was erklären mit diesen Aufgaben, ja? In diesem Landing Bay, ja? Da gibt es doch eine Aufgabe, die machst du und dann dauert das eine Zeit, dann musst du wiederkommen, ja? Ja, die ist richtig. Ja. So, die machst du doch dann eigentlich zu Beginn und dann gehst du da noch einmal hin. Genau. Ja. Warum läufst du dann weg, gehst da hin, sagst, du machst die Aufgabe und läufst dann nochmal dahin, Jay? Weil er vorhin reportet Ich hab doch reported. Kalle lag vor der Schildkröte. Die Aussage ist halt korrekt, das glaube ich Ihnen. Ja, okay, das heißt, du hast damit dann muss die Schildkröte noch mal. Wenn einer den Kill im Vent gemacht hat, muss der andere ja das Licht ausgemacht haben, weil im Vent kannst du nicht sabotieren. Ah, okay. Und da verdächtige ich Sepp. Nee, Dalu, das aber, ist absolut ja, falsch. Ja, es kann falsch sein, natürlich kann das sein. Also, wie gesagt... Wie viel Einfluss Dalu hat, ey? Das nicht, stopp mal! Sepp war nicht mal oben! Muss er ja auch nicht, er muss den Kill ja nicht gemacht haben. What? Dalu hat halt wirklich unfassbar großen Einfluss in solchen Runden. Jetzt kommt der Emergency Button. Sind noch zwei Leute da oder nicht? Das ist die Frage. Okay. Sven ist halt wirklich super gut geworden in Among Us. Uff. What the fuck? Das ist so schade. Ja, es war Sepp, Jay oder Sven. Also ich musste ja, wir mussten einfach. Ja doch, es war nicht. Scheiße, ich hätte das mal ich habe im letzten Vote tatsächlich Sven gewotet, weil irgendwie so der Verdacht auf einmal aufkam, dass er ganz, den, ich habe eine Frage seit Runde 1. Jay, warum hast du Kalle reported? Weil wenn ich, ja ich hätte einfach in den Vent gehen sollen, glaube ich, in dem Moment. Ja. Ja. Das war das Schlechteste, dass du hättest machen können. Das hat einfach nicht gewonnen. Wirklich gepasst, Dalu. Ja, aber das war, er war super suspicious direkt. Ja, aber er wurde ja nicht mal gevotet. Ja doch, für mich war Jay die ganze Zeit deshalb, war er Wir voten ihn doch raus. Und mein Gedanke war, dass Sepp der Zweite ist, weil Sepp versucht hat, Jay oft auch zu decken. Nee, Sepp war es nicht. Sepp war zu... Und gleich Sven hat ja, Jay gedeckt. Also Sepp hat auch die ganze Zeit mich gesusst. Ich war auch irgendwann so, hä, Sepp? Also immer Mike. Ich dachte auch ganz selten. Mike war aber auch gegen mich geshootet als erstes, ne? Ja, aber weil du auch immer hinter Jay hergesprochen hast. Ja, er war doch da die eine Runde, um zu reporten. Und die andere natürlich für die Task. Das macht doch Sinn. Oh, ey, Andi, ja, macht es ja auch. Ja, aber das macht auch Sinn, Dalu. Ja, aber für mich war es aber auch trotzdem Sinn, dass er den Kill gemacht hat. Kalle, tschüss. Da sind wir wieder. Neue Runde, neues Glück! Hey, Dizzy! Ah ja. Gutes Intro. Ich wollte eigentlich alle nur noch mal dabei haben. Was ist denn das hier? Okay, ich bin sowas von safe, Crewmate. Ich muss mir diese Runde überhaupt gar keine Sorgen machen. Wow. Aber ist nichts passiert, los? Oder? Cool. Hallo? Ja. Dalu, wer ist denn an dir vorbeigelaufen in den Medbay? Als erster, der ankam, war Ray, Jay, Kalle, Mike, Sepp, Andi, Sven, Dadosh. Dadosh muss genau, und wer davon sein. Ist in Medbay gelaufen, ist dann gewendet, weil das Wendt habe ich noch gesehen. Ich noch doch, da ist ja einer gewendet. Ja, dann war ich bin auch ja von links gekommen. Vor. Dann wird er auch ist von einer gewendet. Ja, aber da ist doch einer. Denn, du hast ja gesehen, dass irgendwie einer in Medbay reingelaufen ist. Ich bin ist. Zwar der direkt ja im Ladeball. Nee, der wird vor mir sind, schon gelaufen sein. Es sind zwei im Medbay und standen auf dem Pad. Nein, ja? Nein, ich bin relativ schnell weggegangen, weil ich keine Aufgabe oben hatte. Also, Dizzy stand auf dem Medbay und Andi stand die ganze Zeit daneben. Genau. Nee, ihr kamt alle danach erst. Ja, ach so, okay, davor, also direkt ganz am Anfang. Also ich bin am Anfang als im Ladebalken nur nach unten gegangen und nicht nach rechts. Also wenn einer schon vor mir durchgelaufen ist nach unten rechts, wer könnte das sein? Also dadurch war als letztes da. Ja, Sepp kann es nicht gewesen sein, da steht jetzt gerade Admin, wenn ich kann man den Ladebildschirm kann schon irgendwer wenden? Seine
Das wäre mich, würde mich jetzt freuen. Kann man was? Ladebildschirm. Schafft man das im Ladebildschirm, okay, wow, zu wenden? Du kannst den Ladebildschirm. Nein, also ja, oh, Wasserbild. Metagaming. Also das war genau derselbe Move, den Sven vorhin erklärt hat, wie er gerade am Launchpad gekillt hat. Ja, dann kann das ja nur einer machen, ne Sven? Nein, aber nur das, ich wollte dich nur, nein, aber das wollte ich halt nur callen. Nein, das ist, aber dass du das nicht gesehen hast, wundert mich gerade. Das macht dich selbst. Da kannst du 100 Clips angucken. Ich achte nie auf Sachen, die außerhalb meines Fog of Wars passieren. Ja, aber du musst doch sehen, wo jemand hinläuft. Du achtest, du stehst doch da ohne. Aber derjenige, der dann da gewendet ist, ist im Ladebalken schon so weit vorgelaufen, dass ich den nicht sehen konnte. Aber dann könnten wir es auch ausschließen, oder nicht? Jetzt habt einer sich meine Reihenfolge gemerkt, die ich euch genannt habe. Da waren nämlich alle Namen bei. Also ich war der Erste, der an Dalo und Jay vorbeigelaufen ist. Also ich habe nur Dalo gesehen, wie er einfach schon da stand. So als genau. Ich bin am Anfang aber nur nach unten gegangen, weil ich zu früh nach rechts abgebogen bin und die Wand getroffen habe. Also Sepp war es auf jeden Fall nicht. Dadurch habe ich gegen die Wand gewendet. Also, wo warst du denn gerade? Kalle nicht. Ich stehe hinter dir und du stehst am Admin-Tab. Kalle, war hinter, dass jemand gewendet ist? Ja, hundertprozentig. Also 100%ig ist jemand gewendet. Ja, du selbst, oder was? Alter. Nee. Wenn keiner gewendet ist. Was? Pff, die Runde, es ist einfach brutal, in dieser Runde zu spielen. Also, es ist einfach so brutal, in dieser Runde zu spielen. Du kannst nichts machen, ohne dass was auffällt. Also, man muss hier schon 10 von 10 Imposter sein. B1. Glaube. Oder? Nee? Oh shit, es ist B3. Oh. Huch! Hoppla! 3, 4, 6, 0, 8. Oh Mann, ey, die Tars, ey. Ich und die Tars. Ei. Ja, ich mach Kabel. Ich glaube, ich bin gleich fertig. Was machen wir hier? I'm dead. Noch zwei. Muss es glücklicherweise nicht sein mit selbst. Radosch. Alarm. Ja, ist noch keiner tot? What? Lul! Da bin ich Imposter? Habe ich irgendwie noch nicht geschnallt? Ich wollte auch gerade fragen. Ich glaube, ja. Schock sitzt ich habe mal eine tief, Frage. Was ist denn, wenn man eine rote, wenn sein Text rot ist, den Namen, den man hat, was ist dann? Dann bist du VIP. Ja, so. Das ist das Wichtigste. Dann hast du aber einen nur als Freund geedit. Wer ist das? Das ist eine Freundin. Ja, genau. Ja, cool. Ich. Dann sind Sie und ich irgendwie Freunde anscheinend. Oh, Kai, wir beide? Nur auf der Freundesliste. Ich finde es so geil, dass ich einen Call mache. Vor 40 Sekunden kann ich noch nichts sagen. Meine Verdächtigung läuft gegeben. Auf Ray. Sofern er zusammen mit Dizzy in einem Team ist, weil die beiden gehen heftig ham, wenn sie zu zweit sind. Und wenn er alleine ist, dann killt er nie was. Meinst du, Ray traut sich nicht? Ja, genau, er hat Angst. Ich erinnere nur die Runde, also die Folge davor, wo ich durchgeschnetzelt habe, das würde ich hier auch nicht tun. Ray. Es müssen Dadosh und Dalo sein, wir wollen einfach nur, dass wir rausfahren. Ich würde mich tatsächlich jetzt, wenn ich nicht ich selbst wäre, würde ich mich jetzt auch verdächtigen, Ray, weil ich auch bekannt bin manchmal Mord, ne? Für den letzten Mord kann ich Dizzy ausschließen. Also ich kann schwarz und blau. Aber ich könnte jetzt Dalo und Dadosh genauso verdächtigen, weil ihr auch Hand in Hand die Runde gelaufen seid. Also dem her. Ja, aber dann wirst du nicht mehr im Leben. Also stimmt, jetzt, nachdem alle gevotet haben, ich habe einen Call gemacht. Weil Sven, suchst du eigentlich einen Freund? Ach so.
Hallo, darf ich was sagen, Freunde? Nee, Mike, keiner will, nee, Mike, keiner will dich hören. Du bist Schalke-Fan, Mann. Mike, es geht mir so auf die Ketten. Du bist Mike, still. Echt, Mike ist immer nur am Quatschen. Die ganze, ja, die Zeit, Tag, ey. Immer willst du im Mittelpunkt stehen. Jetzt drückst du doch den Knopf. Ja, nur damit du, nur damit du dich nach vorne drehen kannst, ey. Sorry. Nee. So, was wolltest du denn jetzt sagen? Nix, ich warte jetzt noch 20 Sekunden. Warte mal, können wir Mike rausschmeißen? Ja, und jetzt wieder schnell? So dieses, ja, Kindergehandverhalten, Mike, ey. Da würde ich aber Mike rausschmeißen jetzt. Ist ein Self-Report von Mike. Ja. Safe. Als Imposter wäre ich ja voll stinkig, so kurz vor dem Mord an den Tisch gerufen zu werden. Das finde ich auch richtig scheiße, Andy, ey. Wahrscheinlich wird jetzt Mike deswegen auch sterben. Oder war random. Scheiße, keiner hat auf Mike gestimmt. Hallo, was soll das hier? Oh fuck, ich hab ganz vorne noch eine Aufgabe. Oh, ich kotze. I'm so dead. Ich bin so tot. Ich bin einfach so tot. Oh, come on, Mike. Wie er sich halt wieder 3 Meter Abstand gönnt. So, ich muss, glaube ich, den Knopf drücken. Ach ja, ich muss den Knopf drücken. Aber ich nutze, glaube ich, gerade mal den Moment. Und mach das hier vorne. Ah ja. Was ist er denn? Wo ist denn die Leiche? Wo ist die Leiche? Dadosch. Okay, dafür wurde dann jetzt Gas gegeben. Wait. Uff. Von 0 auf 4 stark. Ich weiß noch nicht mal, wen ich reportet habe. Das Licht war aus. Der Report-Button ging auf. Okay. Jay, hast du reportet. Es ist zwischen Reaktor und dem. Was ist das? Lab? Oh, ja, Lab. Also mittig in dem Weg, oder was? Okay, wer war noch da? Also da ist auf jeden Fall das Ding aufgepoppt. Sind Mike, Kalle, Andy, Dadosch und Sven hat nur den Cafeteria-Scanner und den oberen Scanner durchkreuzt. Und Dizzy hat den Cafeteria-Scanner und den oberen? Ne, den unten links. Er ist auch unten links lang gelaufen. Also ich habe hier nochmal eine ganz nette Info. Ich habe nämlich Dadosch seinen Körper gefunden. Ich habe mit dem Report extra gewartet, um zu gucken, ob noch mehr tot sind. Ah, okay. Und Dadosch liegt oben am Loungepad. Der wird da wahrscheinlich seine Aufgabe machen wollen. Warum hast du gewartet? Weil ich halt wissen wollte, ob irgendwer noch irgendwo eine Leiche findet. Weil ich so am Arsch der Welt war, als Einziger. Okay. Und es bestätigte sich, dass noch jemand eine andere Leiche gefunden hat. Liegt die Leiche Dekon drinne oder davor? Im Mittelgang, meinte er. Ne? Ich glaube, die liegt im Mittelgang. Ich habe sie ja nicht gesehen. Aber Mike, vom Radius her würde ich sagen, liegt die eher im oberen Bereich zwischen... Mike? Ich bin Lab, aber ich sag's euch, wie es ist. Ich bin die Runde für die Imposter. Also ich glaube, Jay ist auch mit durch die Dekon nach oben gegangen. Jay müsste auch oben liegen. Also es könnten Andy, Mike oder ich sein. Ich glaube, Sven ist auch da. Sven ist auch im Lab. Sven ist auch da? Yep. Ja, wenn Sven jetzt jede Runde Imposter ist, dann deinstalliere ich das Spiel. Also... Ja, witzig. Andy, war jemand in deiner Vision Range? Ja, ich hab mit Kalle... ich habe das hier dieses, wo man dieses Kristalle stapeln muss. Ja, das hat Kalle auch gemacht. Ja, ja. Und das habe ich auch gesehen, obwohl es Licht aus war, weil wir wirklich aufeinander standen. Also aber wo warst du davor? Davor war ich unten bei dieser doch sehr geistig anspruchsvollen Aufgabe, hier diese Fossilien zu sortieren. Okay, da habe ich dich aber Moment, nicht gesehen. Moment, aber Andy, Jay müsste auch oben liegen, da müsste an seiner Leiche vorbeigelaufen. Ich glaube, ich habe Jay oder? Moment, du hast eine Dekontamination. Ich würde sagen Self-Report. Ja, ich auch. Nee, ist kein Self-Report. Was? Klar. Aha. Ich habe Sven gewotet. Ihr Danke. Nein, ja, was denn? Jay, hallo? Vorbeigelaufen sein. Go, Imposter. Ah ja. Kalle ist auf mir drauf. What the fuck?
Wie Daniel, gut? Du hast einfach diesen Scheiß. Sehr gut. Moment, wo der so Gas gedrückt. Ich wollte jetzt original zum Table gehen, um Dalu einfach nur anschwärzen, dass er mich da sabotiert beim Licht anmachen. Ich war auch noch drinne. Ich hab auch noch gehebelt. Ich hab das Licht die ganze Zeit wieder ausgemacht und ihr gehofft, dass es mir nicht geht. Wenigstens war mein Wort richtig. Wollte Kalle jetzt ein Spiel deinstallieren eigentlich oder was? Ja, hab ich auch gehört. Ich bin jetzt raus. Ja, geil. Also nächste Folge ohne Kalle. Wie kann das sein, dass du immer im Poster bist? Das ist die Mütze. Da haben wir aber noch Gas gegeben. Wir haben sogar nur eine halbe Runde gebraucht. Aber das war doch super. Leute, wenn Dalu am Schluss so, also aus dem Nichts auch, ohne Herleitung. Nee, ich fand dich auch sass. Ich muss noch mal eben die Frage vom Anfang klären. Bist du im Ladebildschirm gewendet? Nee. Nein, nein, nein. Sven ist wirklich an mir vorbeigerannt und in den Wendt. Dafür hätte ich so Props gegeben, wenn du das geschafft hättest. Hätte ich da mehr drauf bestehen müssen, dass Dalu das hätte sehen müssen? Nein, als Crewman hätte ich es wahrscheinlich. Weil das war halt schon so. Also ich habe halt Dalu die ganze Zeit dann auch nur noch gewotet, weil das halt für mich, Dalu war halt für mich sass des Todes. Ich hätte das auch gemacht bis zu den letzten paar Runden, weil er hat sehr häufig Wendt übersehen in seinen Streams und so weiter. Das habe ich halt auch gemerkt. Ja, stimmt wirklich. Das weiß ich halt nicht. Für mich ist das ein typischer Dalu-Move. Ja, nee, einfach. Also ich ärgere mich auch. Ich war mir sogar selber nicht mal sicher. Also ich wusste ja, dass es Sven gewesen sein muss, weil ich es ja nicht...